dabei. Ja, der Kulturverein in der Rode hält die Tradition aufrecht, wo es ums Lernen geht. Ja, da gibt es eine kleine Geschichte zu. Die Elisabeth von Weida hat in der Reformationszeit einen Geistlichen nach Wittenberg geschickt mit dem Ziel, schau doch mal nach dort, was da dort durch den Luther gelehrt wird. Und der Geistliche kam zurück und sagte, ja, liebe Äbtissin, wir müssen in den Landen, in den Städten und in den Dörfern Schulen und Krankenhäuser bauen. Eigentlich auch eine logische Sache, denn nur wenn Schulen da sind, wo alle lesen und schreiben lernen können, erst dann könnte man natürlich auch die modernste Bibel lesen. Und das war natürlich auch Sinn und Zweck dieser Arbeit, die Luther getan hat.